Hallo und herzlich willkommen bei Restauration und Technik. Heute möchte ich wieder was an der Quick zeigen. Und zwar machen wir hier ein bisschen einen Umbau für die Elektrik. Und zwar der Lichtschalter ist nicht mehr so gut. Und wir wollen sie nach neuer Straßenverkehrsordnung auf Dauerlicht schalten, so wie es jetzt gesetzlich bei Motorrädern vorgeschrieben ist. Und dann haben wir auch kein Problem mehr, ob der Schalter hier oben ein bisschen Wackelkontakt hat oder nicht. Den Kabelbaum an sich habe ich schon ausgetauscht hier. Den Originalschalter haben wir hier verwendet, weil die soll ja so gut wie möglich im Originalzustand bleiben. Also die sollte nicht restauriert werden. Solche Schalter, Ablenkschalter, Hupenschalter, die bekommt man ja als gute Nachbauten, neu nachgekauft. Hier haben wir den Original verwendet. Klar, alle Kabel sind neu. Und wenn ihr nicht wisst, wie man das anschließt, da gibt es noch schön Original-Schaltschema von NSU Quick. Da ist auch genau aufgelistet oder aufgeführt, welche Farbe wie am Schalter angeschlossen wird, wie an der Glühbirne angeschlossen wird, am Schalter, an der Lampe selbst und unten, wie das über die Lichtmaschine und dem Rücklicht auch funktioniert. Das verlinke ich euch unten. Da könnt ihr das dann genauer anschauen und ausdrucken. Zuerst nehmen wir jetzt erstmal hier unten die Schraube weg, dass wir auch hier schön dran kommen. Und dann zeige ich euch auch noch, was ich mache mit den Kabeln, um zu gewährleisten, dass mir das nicht passiert, dass sich irgendwas losrüttelt oder kaputt geht. Ich tue die ganzen Kabel verkrimpen. Aber das zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Hier die Lampe. Da könnte man jetzt noch einen Lappen drunter legen. Dann passiert nichts. So. Und ich habe jetzt hier überall an den ganzen Kabeln, die Kabel, die drin sind, alle neu, habe ich überall Krims dran gemacht. Warum tue ich die ganzen Kabel verkrimpen? Das hat einen Hintergrund, durch die ganzen Vibrationen kann es mit der Dauer passieren, dass sich so ein Kabel hier losrüttelt, weil die einzelnen kleinen Adern ja über die Schraube gequetscht werden. Da gibt es dann immer so eine kleine Sollbruchstelle und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das abbricht. Das ist mir vor 1,5, 2 Jahren passiert an meiner großen Schneefräse. Da hat auch der Vorbesitzer das Zündschloss unten getauscht. Dann ist unten ein Kabel abgebrochen. Ich versuche die Schneefräse auszuschalten über ein Zündschloss. Sie läuft weiter. Ich wundere mich erstmal, was ist los. Und auf einmal fängt alles an zu qualmen, weil unten ein Kabel, die Schneefräse hat natürlich noch eine große Lichtmaschine dran und eine Autobatterie. Und dann hat es eine Überspannung gegeben, weil der Strom nicht mehr durchgeleitet wurde. Und da ich den Schalter ausgemacht habe und ich am Anfang nicht verstanden habe, was ist jetzt das Problem, ist mir auf einmal der ganze Kabelbaum in Rauch aufgegangen. Natürlich dort ist viel mehr Power drauf als hier, klar, aber man sollte natürlich auch aufpassen, nicht, dass man dann während dem Fahren auf einmal sich wundert, warum funktioniert das Rücklicht nicht oder warum funktioniert der Schalter nicht mehr oder warum funktioniert die Birne auf einmal nicht mehr, die Birne sind doch alle ganz. Das kann dann liegen, weil irgend so ein Kabel abvibriert ist. Aber da zeige ich euch jetzt erstmal, wie wir das machen. Hier habe ich ja alle schon frisch verkabelt, das zeige ich euch gleich noch mal ein bisschen im Detail. Und dann werde ich jetzt hier einmal eine Brücke einbauen, beziehungsweise ein Kabel ummontieren, muss ich jetzt gleich noch mal schauen, dass wir hier immer auf Dauerlicht fahren und nicht mehr hier den Lichtschalter an ausmachen. Das heißt, wir haben dann, sobald das Motorrad läuft, Dauerlicht und schalten dann nur noch über den Schalter hier Fernlicht, Abblendlicht. So, hier sieht man jetzt ein bisschen im Detail, wie es angeschlossen ist. Die einzelnen Kabel hier von dem großen Kabel vom Ablenkschalter, hier an die Birne. Hier kann man so ein bisschen erkennen, ist ein Krimp dran. Auf der Gegenseite auch. Also alle Kabel haben eigentlich Krimps. Hier drinnen die Verkabelung, oder dass man auch das schön wieder an den Klemmen dran macht, dass hier nichts lose irgendwie rumwackelt. Und einmal hier oben am Lichtschalter. Beim Lichtschalter muss man halt ein bisschen aufpassen, dass, wenn das Plastik ein bisschen spröde sein sollte, je nachdem, was ihr für eine Lampe habt, dass man hier erstmal sehr vorsichtig mit dem Schraubendreher dran geht und die Schrauben hier löst oder davor erstmal ein bisschen einsprüht, dass man die auch sauber wegkriegt, nicht, dass man hier auf einmal das Kunststoff ausbricht. Hier oben ist dann die Mechanik, wo er den Schalter hin und her schaltet. Und da stehen dann auch an diesem Kunststoffsockel stehen auch Nummern drauf. Das ist genauso gleich auch wie im Schaltplan vermerkt.
und da könnt ihr das dann problemlos dann anschließen. So, jetzt zeige ich euch noch kurz, wie ich das immer abisoliere. Hier habe ich jetzt das normale Fahrzeugkabel, wo ich jetzt zum Beispiel vom Abblendschalter wieder in die Lampe reingehe. Anschließend tut es ja nach dem Schaltplan. Dann habe ich hier Ader-Endhülsen. Das gibt es jetzt in verschiedenen Größen. Ich habe hier so eine Multibox in verschiedenen Größen. Das reicht eigentlich für alles Mögliche, was man so am Motorrad macht. Dann eine Crimpzange und eine Abisolierzange. Dann ja, mal Fahrzeugkabel. Das ist das Fahrzeugkabel, was ich jetzt benutzt habe für den Abblendschalter. Das ist jetzt dreiadriges Kabel. Dann kann man die Abisolierzange hier oben in verschiedenen Stärken einstellen. Ich habe das jetzt hier mal ein bisschen schwach eingestellt. Man könnte es jetzt ein bisschen stärker einstellen für dieses dicke Kabel, aber wenn ich die einzelnen Litzen abziehe, dann sollte man es ein bisschen schwächer machen, weil sonst kann die Gefahr sein, dass man sich die einzelnen Litzen, Kupferlitzen beschädigt. Dann kann man hier die Länge einstellen, wie weit möchte man das abisoliert haben. Schieben wir es mal ganz nach hinten. Wir wollen ja mal ordentlich was weg haben. Ich gehe jetzt hin bei so dickem Kabel, tue ich das erst hier ein bisschen drücken, dass ich die Messer hier ein bisschen einschneiden. Dann drehe ich das einmal um 90 Grad. Und dann kann ich das abziehen. Ja, wenn ich es noch richtig reinmache, dann ist es auch noch mehr hilfreich. So. Ja, ich hätte es jetzt ein bisschen gerade halten sollen. Dann wäre das auch sauberer gegangen. Jetzt stelle ich das hier oben wieder ein bisschen schwächer. Muss nicht ganz schwach sein, so ungefähr mittlere Stufe. Dann sagen wir mal, wir wollen ungefähr 10 mm abisolieren. Vielleicht auch 8. Dann setze ich hier an, klack. Da ein bisschen zu schwach. So. Prima. Und dann tue ich die Adern hier erstmal in sich ein bisschen verdrehen. Dann lassen sich nämlich diese Ader-Endhülsen ein bisschen besser aufschieben. Das hier noch. So. Dann die Ader-Endhülsen hier vorsichtig aufschieben. Hier reinfahren. Und dann einmal bis zum Anschlag zudrücken. Und dann ist das hier eine saubere, feste Verkrimpung. Wenn ihr das ein bisschen zu lang abisoliert habt und hier schaut noch ein bisschen was raus, ist nicht schlimm, könnt ihr so sein lassen oder ihr tut es ein bisschen noch abschneiden. Wichtig ist einfach nur, dass die Ader-Endhülsen, die ihr aufsetzt, nicht zu groß sind. So. Und hier gibt es einen kleinen Wulst. Und mit der Crimpzange fahrt ihr nicht ganz bis an den Wulst, sondern ihr lasst ein kleines bisschen an Abstand. Und dieser Wulst kommt immer nach hinten Richtung Isolation, dass es dort sauber abschließt. So. Und dann habt ihr das schon gekrimpt. Jetzt ziehe ich das normalerweise überall in meine Lampe ein oder in dem Schalter ein. Und dann könnt ihr das einfach sauber verbinden. Wenn ihr hier natürlich ein bisschen mehr Platz braucht, kann man das hier ein bisschen zur Seite biegen und noch ein bisschen mehr abisolieren. Das geht dann auch beim Abisolieren, halt einfach ein bisschen aufpassen, dass die Stärke stimmt und dass ihr das hier erst ein bisschen einschneidet, dann dreht und dann nochmal und dann könnt ihr es runterziehen. Ja, soweit mal dazu. Dann die Werkzeuge tue ich euch unten noch in der Beschreibung mal verlinken. Genauso wie den Schaltplan von der Quick. Dann könnt ihr euch da mal eure Kabel selbst zusammenziehen, zusammenkrimpen und alles verbinden. Und dann habt ihr wieder ein gutes, sauberes Kabel, was jetzt nicht durch ein Alter wieder sehr brüchig ist. Das habe ich jetzt da gemerkt. Am Anfang sah die Isolation noch recht gut aus. Das Kabel sah auch noch recht gut aus, wie ich es angefasst habe. Und dann ist die Isolation, diese kleine Isolationshülle, die ist gerade auseinandergebröselt. Wäre natürlich fatal, wenn man das jetzt weiter drin lässt, weil man sagt, ja, aber drinnen im Kabel, wenn ihr das Kabel abisoliert, das habe ich da mal gemacht als Beispiel,
dann habt ihr gesehen, dass es überall sehr spröde war. Und wenn sich dann durch Bewegung innen drin die Isolation löst, kann es sein, dass ihr da einen Kurzschluss habt und ihr wisst nicht warum, weil man sieht es ja gar nicht im Kabel. Deswegen am besten besorgt euch das passende Kabel in eine passende Größe, besorgt euch einmal so Crimp-Werkzeug, das ist eine kleine Investition, das kostet jetzt nicht viel Geld, aber es hilft wahnsinnig viel, weil eben es viel sicherer ist, dass sich diese ganzen Verbindungen hier nicht mehr lösen, diese ganzen einzelnen Nitze nicht abbrechen. Man kann das natürlich auch löten, das habe ich früher gemacht. Allerdings mit dem Löten, dann schmelzt oft die Isolation, man braucht immer recht lange, dann verzinnt sich das nicht so schön. Da braucht man auch ein bisschen Übung drin. Ich habe jetzt für mich gefunden, wenn ich jetzt schnell einfach ein Kabel, es ist angenehmer und es ist viel schneller, wenn ich jetzt ein Kabel einfach krimp und im Endeffekt ist es genauso stabil. So, das konnte ich jetzt euch leider ein bisschen schwer zeigen, weil wenn ich hier am Rumwerkeln bin, ist meine Hand immer im Weg, dann kann man das schlecht filmen. Aber ich habe jetzt das Kabel von dem Ablenkschalter, das hier vorne dran war, habe ich jetzt hinten zusammengebrückt mit dem Kabel, das von der Lichtmaschine kommt. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal Dauerstrom, das heißt, ich habe das jetzt nochmal abisoliert, habe das nochmal frisch verkrimpt und hier jetzt Isolierband drum gemacht, damit sich das jetzt hier nicht irgendwie spreizt und ein bisschen rumvibriert. Das ist einfach nur als Sicherheit, dass es ein bisschen stabiler ist. Das jetzt hinten zusammengehängt, weil ich habe mit dem Schalter auf diesem Kontakt hier vorne einen leichten Wackler drauf. Auf den hinteren funktioniert es gut. Das heißt, ich kann den Lichtschalter eigentlich schon anlassen oder ausschalten. Das hintere Licht funktioniert, das ist kein Problem. Aber ich hatte Probleme mit dem Licht mit der Hauptlampe. Jetzt haben wir das hier zusammengebrückt. Und jetzt können wir auch die ganze Lampe wieder montieren. Da muss man ein bisschen aufpassen. Hier oben gibt es eine Nase und hier unten gibt es ja diese Klammer, dass man die genau trifft. Hier drinnen sollten die Kabel sich nicht im Weg stehen. So, dann drückt man das hier, hängt es erst oben ein, dann drückt man das hier unten einmal dagegen. Leichten Schlag, so. Dann ist das auch unten in der Nase drin. Und dann können wir das wieder schön festschrauben. Und schon haben wir jetzt die Lampenelektrik ein bisschen umgebaut. Das heißt, jetzt haben wir Dauerlicht. Egal wie wir jetzt hinten den Schalter schalten, hinten leuchtet die Lampe auf. Hier oben haben wir Ablendlicht, Fernlicht. Und das ist jetzt mal für den ersten Teil. In dem Fall wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.